Ja, wir kommen zurück. Müssen wir mal ein bisschen anders aufrichten. Haben wir eine Ohrfeige gekriegt? Herrlich. Hasse dieses Quietschen ja immer, ne? Also wir können uns nicht bewegen. Bin gerade gestorben. Nee. Muss Hafi holen. Osenium. Ah, gucken wir mal, ne? Ach du Heiliger. Ach, und schon wieder der. Willkommen, meine Damen und Herren. Dein schwieriges Publikum. Du bist es. Ich und wer könnte das sein? Du bist ziemlich ungezogen, was, meine Liebe? Was? Und auch ziemlich begriffsstutzig. Nein, das ist nicht. Sei still, du Klatsomanin. Klatsoman-mein? Egal. Meine Güte, wie ich diese lauten Gören hasse. Weiter geht's. Heutige Show ist ein wirklich beispielloses Spektakel. Im Gewicht ist nicht zu schwache Nerven. Oh, eine weitere Umschweifen. Hier ist eine Geschichte, die da heißt: Glücklicher Zufall. Ich nicht in Schuldgefühle schwelgen, my lady. Will nicht zerbrechen, Harvey. Gämt euch nicht, ich werde mich darum kümmern. Habe ich meinen Schutz geschworen. Ein starkes und loyales Männchen ohne Furcht und Tadel. Mit Ausdauer und Verschwiegenheit bewaffnet brach sie zu einer einsamen Reise auf. Sie bürdete sich große Aufgaben auf und musste Bilder der Rechtschaffenheit zu werden. Es war ein schwerer Weg, der sie vor ihren Liebsten trennte. Schützen, was einem niemals ihr gehören würde, um ihre privilegierten Stellung zu wahren. Die Liebe des Mädchens war grenzenlos und nicht von egoistischen Erwägungen.
Bewegungen geprägt. Mach ja die Musik leiser. Ein grausames, aber notwendiges Opfer. Eine wirklich langweilige und fade Geschichte. Aber dann das andere etwas vorzuspielen schien der letzte Schrei zu sein. Mit ihren stolz erfüllten Attitüde gab unsere Ritterin ohne Furcht und Tadel ihre größte Vorstellung. Was für eine Vorstellung es war. Doch leider war ihr Publikum von ihrer kleinen Fantasie längst nicht so angetan wie sie selbst. Seid nicht meine Tochter, spottete sie. Seid nicht meine Schwester, lachte er. Ihr seid nicht meine Tochter, höhnte er. In der Tat, das war sie nicht. Parat servierte man am besten mit einer kleinen Prise Verachtung. Unsere Heldin schloss die Tränen in die Augen und sie weinte bitterlich. Trotz aller meiner Anstrengungen, meiner Opfer, will ich nicht zerbrechen, Hafi. Versprechen sollten gehütet werden, nicht vergessen. Und dasselbe gilt auch für die eigene Realität, nicht wahr? Mhm. Ich check gar nichts, aber hey, was soll's, ne? Hey, machen wir da schon gar nichts mehr draus, dass ich das nicht kapiere. Ich merke schon wieder, warum ich solche Spiele nicht spielen kann, weil ich einfach zu doof bin. End. Ich hab nicht mal das Ende kapiert. Hafi, ich muss sie finden. Oh, der wird hier bestimmt irgendwo sein. Auch das einzige Stück, ne? Scheint so. Meine Güte, ich kann auch wieder den Sound lauter machen. Aber das war ja echt einfach anders, abnormal. Meine Ohren. Ich freue mich schon, das Ganze zusammen zu cutten, immer wieder, ey. Ah. Ach, ja. Ah, wir sind hier wieder. Ja. Was ist das für ein Ort? Ja, das frage ich mich auch immer. Ein guter. Wir haben ja schon ein Ending herausgefunden. War schlecht, das Ending. Deswegen müssen wir immer vorsichtig sein bei der. Was ist das? Ein Spiegel? Nee, im Bett. Hafi. Verschwinde. Komm nicht näher. Hafi, du bist erbärmlich, nicht wahr? Nein, das ist... Was willst du von mir? Was meinst du? Ich habe dir alles gegeben, was ich dir geben konnte. Alles, was ich habe. Alles, was ich bin, bin ich für dich. Hafi, bleib weg, meine Liebe. Ist es keine Szene, die du gerne sehen würdest? Nein, Hafi. Hafi. Oh mein Gott. Es ist in Ordnung, Miss. Ich wurde nie gebraucht. Doch wurdest du, Hafi? Nein.
meine Existenz ist nichts als ein Missverständnis. Ich konnte dein Vertrauen nicht gewinnen oder dich beschützen. Huffy, nein. Nichts, was ich vor sie getan habe, hat etwas gebracht. Ich war nie in der Lage, dich zu führen. Das ist nicht wahr. Am Ende konnte ich dich nie beschützen. Nein. Nicht vor mir selbst, nicht einmal vor Lisette. Das ist Lisette. Kann nicht. Das habe ich getan. Ich kann dich nicht beschützen. Oh, Lisette. Wovon redest du da? Lisette wird dich mitnehmen, weg von mir. Huffy, bitte. Das habe ich getan. Du darfst Lisette nicht treffen. Nicht Lisette. Bitte, komm, Lisette. Bin nicht so nah. Weiß nicht mal, wer Lisette ist, aber ist okay. Spiel ist okay. Akzeptiere ich. Bitte. Geh nicht in ihre Nähe. Ich weiß auch nicht mal, wer die ist. Warte, Huffy, lass mich dir helfen. Lisette ist... Du bist... Huffy. Alles. Ich war... Ich war für dich. Huffy. Nein. Nicht auch noch du. Es tut mir leid, Huffy. Okay. Liebesbrief, 2 von 3. Seit dem schicksalhaften Tag mit meiner Seele vor lauter Reue keine Ruhe mehr. Bei allem, was ich tat, wurde ich von Gier getrieben. Ich habe den Unschuldigen die Schuld für meine eigene Dummheit. Ich habe meine Menschlichkeit für Chancen auf Glück für mich selbst und meine Familie gegeben. Aber für dich, meine liebe Tochter, habe ich nichts als Scham übrig. Toll. Super. Lieben wir. Albtraum. Ja, fühlt sich auch so an wie ein Albtraum. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung. wir verspeichern das mal. Weil da konnten wir nichts auswählen. Meine. Oh, ein Boot. Hi. Chup, 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 chup. Es ist so kalt, ich will nicht alleine sein. Du musst nicht alleine sein. Ich weiß nicht, wer ich bin, nicht einmal meinen Namen. Vielleicht weiß sie die Antwort. Vielleicht hat sogar du die Antwort. Ich habe Angst, ich will nicht weitergehen. Ich habe Angst vor der Antwort. Die Wahrheit lautet in der Nähe, vielleicht sogar näher, als du zugeben willst. Warum ich? Wir sind alle... Nichts davon hat etwas mit dir zu tun. Nichts davon ist unsere Schuld. Doch bist du hier. Du kannst jetzt nicht mehr umkehren. Du musst eine Entscheidung treffen. Kann ich für sie tun? Was können sie von mir wollen? Ich frage mich, was könntest du jemals von ihnen wollen? Wir begegnen mit einer Lisette, die ist böse. Wissen wir Bescheid schon mal. Wo bin ich? Ach, wieder ein Albtraum, eine Hölle. Irgendwo gehen wir wieder rein. Klafter. Keine Ahnung. Einfach hier langs. Ich würde sagen, einfach hier links. Was ist das?
Midnight. Ein Zirkus? Oh nein, ich hab keinen Bock auf Zirkus. Schon wieder diese Puppe. Oh, und Seil. Denkt von nichts herab. Am Seil ziehen. Was ist gerade passiert? Fühlt es sich an, so geliebt zu werden. Was geht hier vor sich? Gute Frage, ne? Ja. Ich hasse mein Leben. Ich muss Lisette treffen. Warum? Muss mutig sein. Bestimmt. Aua. Ich mag diesen Ort nicht. Hat er gerade Mr. Kürbis? Vielleicht könnte ich sein Gesicht schnitzen. Ich könnte in sein Gesicht schnitzen. Habt ihr auch Messer und Gabel mit, oder nicht? Ja, natürlich. Wir schnitzen schon wieder in irgendwelche Gesichter. Das Bild sieht echt nicht einladend aus, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber was soll ich denn machen? Rostige Schere. Let's have fun und so, ne? Erqueren wieder ein paar Kürbisse. Echt gehabt. So verdient. Ganz im Ernst. Mal sehen. Hört sich 100-mal besser an. Mr. Kürbis, was machst du denn an so einem Ort? Ich warte nur darauf, dass die Show beginnt. Hat ganz schön lange gebraucht, um herzukommen, oder? Wie meinst du das? Ich weiß nicht, was soll ich denn damit meinen? Wie dem auch soll, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Gibt es da etwas, was ich zeigen will? Kannst du uns beide dorthin bringen? Kann nicht gehen, weißt du? Mr. Kürbis, ich weiß nicht, großartig. Also los geht's. Du bist wirklich ein erpicht darauf, dich zu treffen, oder? Wie fühlt es sich an, so berühmt zu sein? Du bist so langweilig. Wovon redest du da? Gut, beeil dich einfach. Kannst bitte leuchten, ist so dunkel hier. Überlass mir das. Beeindruckend, oder? Danke, Mr. Kürbis. Kein Problem. Du wirst mir später nicht danken, glaub mir. Wie meinst du das? Komm schon, du kannst aufhören, dich zu verstellen. Was? Was? Du hast gerade gesagt, dass ich... Wieso stehst du hier bloß rum? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wenn dir das Angst gerade hat, dann warte noch, bis du sie triffst. Na super. Wie meinst du das? Ich meine, was ich gemeint habe und ich kann nichts anderes gemeint haben, außer dem, was ich meinte. What? Ja, du bist wirklich nicht sonderlich interessant.
Das kannst du mir glauben, das sagst du ständig. Siehst du? Absolut furchtbar. Mr. Körpers, verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin so verloren und einsam, bitte hör auf, mich aufzuziehen. Das ist nicht, was du sagen wolltest. Möchtest du vielleicht eine Weile rasten und einen Tee trinken? Oder vielleicht Verstecken spielen? Bitte hör auf. Wieso, hast du nicht einmal ein klein bisschen Druck aus? Deshalb bist du langweilig, Miss. Wie dem auch sei, wir sind fast da. Komm schon. Ich würde dich selbst tragen, aber wie du vielleicht schon merkst, ich habe keine Gliedmaßen. Mr. Kürbis? Ich bin es nicht. Wer? Komm schon, du weißt doch ganz genau, wer sie ist, oder? Ich. Oh Gott. Ah, mit dir will ich nicht reden. Abgeschlossen. Au. Danke. Schönes Game Over wieder, ne? Ja. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann.